Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute beschäftigen wir uns mal mit H&M-Make-up und zwar machen wir daraus ein Fullface. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt nicht nur Kleidung bei H&M und es gibt auch tatsächlich nicht nur H&M-Eigenmarkensachen, sondern es gibt mittlerweile so viele andere Marken da, also auch Revolution und so. Mega krass, schaut gerne mal dort vorbei, wenn ihr möchtet. Ich habe euch auch die Produkte, die ich gleich verwenden werde, in der Infobox verlinkt. Ne? Und ich habe auch schon vor 3 Jahren, glaube ich, mal ein Fullface H&M geschminkt. Da war das nicht ganz so mein Vibe, aber die Make-up-Industrie entwickelt sich ja weiter. Und so denke ich auch die Produkte von H&M. Mal gucken. Günstig war es auf jeden Fall nicht. Und ich habe schon einen Primer drauf gemacht, einfach weil ich jetzt ja auch eine Foundation verwende, die ich noch gar nicht kenne. Das ist die All Day Liquid Foundation Long Lasting Medium Coverage. Alabaster ist die Farbe, genau. Ich habe hier, glaube ich, nicht überall dann auch die Farbbezeichnung draufstehen. Als ich eben auch das alles ausgepackt habe, habe ich mir gedacht, okay, das könnte tatsächlich teilweise sehr wild werden. Ein Produkt ist auch mit dabei. Das habe ich aus der Verpackung rausgenommen und leider die Verpackung zerstört, sodass ich das nicht wieder zurückschicken kann. Das wird dann demnächst mal verlost werden. Und, das ist manchmal ein bisschen schade, aber da habe ich direkt schon gesagt, nee, das wird nichts mit uns beiden Schätzeleien. Okay, also Foundation ist auf dem Gesicht und wird jetzt erstmal mit einem Pinsel verteilt und sieht auch wirklich relativ passend aus, ne? Was heißt relativ? Das passt wirklich richtig gut. Also wenn ich das auch so Hals und Gesicht mir angucke, ne, im Vergleich, sehr, sehr gut. Es hat wirklich eine Medium Coverage und das Einarbeiten mit dem Pinsel hat schon mal ganz gut funktioniert. Oha, ich muss aber auf jeden Fall mit einem Schwämmchen hinterher, denn so wirklich groß verbunden hat sich das nicht unbedingt mit meiner Haut. Das liegt an manchen Stellen doch noch ein bisschen auf, ne? Deswegen nehme ich mir ein angefeuchtetes Schwämmchen, um das Ganze mal einzuarbeiten. Und dadurch sieht das wirklich klasse aus. Ich habe hier wirklich nur eine Medium- bis leichte Deckkraft, denn hier sind meine Rötungen nicht wirklich abgedeckt worden. Aber wir haben eine leichte Perfektionierung der Haut, was mir ganz gut gefällt. Also das kann man auf jeden Fall gut machen. Mag ich gerne leiden. Ne? Das ist jetzt auch vom Finish her voll mein Ding. Das ist jetzt nicht irgendwie matt oder zu glowy oder sonst irgendwas. Ist schon eine solide Kiste. Vor dem Concealer habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe ihn mir zu hell bestellt. Wow, hier steht jetzt nicht drauf, welche Farbe das ist. Correcting Concealer, Medium Coverage. Ich habe eine recht helle Farbe genommen. Cover Me Up. Vielleicht ist das Klebi-Ding hier drüber. 11.0C. Okay, ja, das ist dieser hier. Da sind 4 Milliliter drin. Das sieht wirklich sehr, sehr hell aus. Ne? Mhm. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Das sieht ein bisschen auch aus, wirklich wie Wandfarbe. Riecht aber nicht wie Wandfarbe. Und ich mache das jetzt erstmal ganz vorsichtig und arbeite mir das hier mit dem Schwämmchen ein. Ja, das ist definitiv ein Concealer, den ich ausschließlich im Winter verwenden kann. Aber wenn ich den verblende, sieht das gar nicht mehr so wild aus. Ne? Man muss jetzt auch nicht so super viel davon nehmen. Auch hier wirklich eine Medium- bis leichte Deckkraft. Da würde ich jetzt auch nicht damit konform gehen, dass es jetzt wirklich krass abdecken würde oder so. Ne? Wir haben auf jeden Fall einen beachtlichen Unterschied zur Foundation. Krass, also ich hätte echt gedacht, die Foundation wäre quasi ein bisschen heller und der Concealer ein bisschen dunkler. Hat ja toll funktioniert. Nee, aber der hat sich auch wirklich gut einarbeiten lassen. Da kann ich mich wirklich gar nicht beschweren. Jetzt auch ungesettet ist ja nicht irgendwie, dass er die Fältchen krass betonen würde oder so. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Ich versuche jetzt auch mal mit dem Concealer so ein paar Sachen abzudecken, die das Hautbild unruhig erscheinen lassen. Herzlich willkommen. Wir sind hier beim Sams angekommen. Das ist echt krass. Was ich gerade abdecken will, ist ganz schön viel. Ja, und dadurch, dass der Concealer viel zu hell ist, highlighte ich im Prinzip jetzt alles, wo ich den auftrage. Ihr seht das, ne? Wie fleckig das aussieht. Wow. Naja, also wirklich abdecken macht er jetzt auch nicht so unbedingt, ne? Bei den Unreinheiten. Nun, it is wie it is. Jetzt verwende ich von, das ist alles H&M, Claudi, den Do It All Stick in der Farbbezeichnung. Da war irgendwas, genau. Sweet Dahlia. Also das haben die auch in verschiedenen Farben. Ich glaube, das gibt es auch sogar noch als Bronzer- oder Highlighter-Stick. Hier habe ich das auf jeden Fall als Blush-Stick mir gekauft. Und dann nehme ich meinen Foundation-Pinsel. Erstmal, um es so ein bisschen auszutesten, ne? Und mal da so ein bisschen dran rum. Dann gucken wir mal. Ja, es ist eine wirklich schöne Farbe. Kann man definitiv gut machen, ne? Dann trage ich mir den auf. Der darf auch gerne etwas intensiver sein, weil ich habe jetzt keinen Puderblush. Ich habe nur diesen Blush-Stick mir gekauft. Das ist schon hübsch, ne? Ist aber sehr rappelig. Also wenn ich hier auch mit diesem, weiß nicht, hört man das? Schon so ein bisschen, ne?
es rappelt hier halt dran. Das ist jetzt nicht so mega hochwertig. Hübsch ist er auf jeden Fall. Da kann man jetzt so nichts sagen, ne? Aber es gibt halt auch welche, die sich hochwertiger anfühlen, in zum Beispiel Limited Editions in der Drogerie oder so. Da würde ich dann wahrscheinlich eher zu raten. Es ist solide. Also verwendet wird er auf jeden Fall noch weiterhin. Aber es ist jetzt nicht so ein mega krasses Ultra-Produkt. Ja, schauen wir mal, was das Puder zu bieten hat. Das sieht schon sehr, sehr schön und hochwertig in der Verpackung aus. Also generell, ne, das sieht auch alles so unterschiedlich aus. Was die, also ich weiß auch nicht, was H&M davor hat. Teilweise sehr hochwertige Verpackungen, wie bei dem hier. Teilweise sehr billige Verpackungen, wie bei dem Blush oder auch gleich bei der Lidschattenpalette. Sehr crazy. Das sieht nämlich so ein bisschen auch aus wie aus einer MAC Limited Edition. Das ist hier auch irgendwie so Plastik, aber gleichzeitig ist es kühl. Also das hat auch irgendwas wahrscheinlich mit dabei mit, hier, wie heißt das, Metall oder so. Naja, ist auf jeden Fall das Perfect Finishing Puder in der Farbe, oder Perfect Finishing Icon in der Farbe 11.0C. So, ne? Ist halt ein Puder. Und dann nehme ich mir zuallererst hier meinen Powder Puff. Oh, das dreht sich auch. Ich glaube, die haben auch so ein Refill-System. Ich habe es jetzt hier in meinem Puffel. Okay, das hat auch eine leichte Deckkraft mit dabei. Deswegen gab es auch wahrscheinlich in verschiedenen Farben, ne? Gleicht auf jeden Fall schon mal so ein bisschen auch den Übergang zwischen Concealer und Foundation aus. Also das sieht schon mal gut aus auf den ersten Blick. Das restliche Gesicht mache ich mir dann einfach mit einem Pinsel. Okay, es hat eine Deckkraft, aber nicht so eine hohe Deckkraft, dass es jetzt irgendwie den Blush stark abschwächen würde oder so. Das gefällt mir. Schön ist auch, dass du hier so einen Spiegel mit drin hast. Oha, okay. Das Puder betont schon so ein bisschen mehr die Hautstruktur. Ne? Da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel aufträgt, wenn man halt auch so eine trockene Haut hat wie ich. Ich sag mal so, das Puder hat gesettet, aber es hat jetzt nicht unbedingt das ganze Ergebnis aus der Nähe verschönert. Ne? Also da weiß ich nicht, ob das so für meine sehr trockene Haut so weit geeignet sein soll. So ein Bronzer hatte ich mir bestellt, aber Leute, der war dann doch schimmernd, als er ankam. Desert Bronze Solar Flare Bronzing Powder hätte ich mir auch denken können, ne? Der hat auf jeden Fall Schimmer mit drin und das ist das Produkt, wo ich gesagt habe, Mensch, cool, ausgepackt, aufgemacht. Nee, da ist Schimmer drin, wird verlost, weil ich die Verpackung leider zerstört habe. Das scheint auch, ist das auch ein Refill-System? Nee, scheint nee, doch nicht. Okay, also, dann nehme ich einfach einen aus meinem Project Pen. Das ist meiner von Guerlain. Aber einen Highlighter habe ich mir gekauft. Auch der ist in dem gleichen Verpackungsdesign, nur halt mit weißem Deckel wie der Bronzer. Das finde ich wunderschön. Delicate Pearl Illumination Luster Powder. Das sind 8 Gramm hier drin. Das ist natürlich richtig hardcore, ne? Und ja, das sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Auch hier, es scheint ein Refill zu sein, denn das ist irgendwie locker hier drin. Naja, swatchen wir die Geschichte einfach mal. Das sieht sehr hübsch aus. Muss ich wirklich sagen, das gefällt mir schon. Ich hoffe nur, dass es auf dem Gesicht dann nicht so gülden kommt. Wobei, wenn ich den auch so halte, der shiftet auch so ein bisschen zwischen Gold, Champagner, Rosa. Mal gucken, wie er dann im Gesicht wirkt. Auch hier haben wir einen Spiegel am Start. Eieieiei, am Start. Den muss ich etwas großflächiger ausblenden, weil ansonsten habe ich hier einfach einen Balken. Aber wir haben hier nicht so groben Schimmer mit am Start. Wir haben hier einen schönen Schimmer, wenn wir das Ganze auch etwas mehr verteilen. Seht ihr das? Oi, das mag ich. Das ist ein schöner Highlighter. Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht übertreibt. Aber so mag ich den, ne? Das ist ein schöner Highlighter. Den kann man, also das ist jetzt, ja, die Foundation fand ich auch schön, aber jetzt kommt der Highlighter um die Ecke, den finde ich sogar noch schöner. Also das ist so das, was ich jetzt bislang am schönsten fand. Augenbrauen. Da habe ich jetzt in der Farbe Blond mir einen Augenbrauenstift bestellt. Das ist der Super Fine Brow Liner. Hier haben wir sowohl ein Spoolie am Start, als auch eine Mine, die hoffentlich dann auch wirklich super fein ist. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal begucken. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt auch ein schönes Ergebnis auf die Augenbrauen gibt. Nicht zu warm aussieht, nicht zu hell aussieht, weil der Augenbrauenstift an sich sieht schon relativ dunkel aus. Also, ne? Hoffen wir mal, dass die Farbe funktioniert. Tja, also das wird jetzt eher ein hellbraun werden. Das Aschige fehlt mir leider. Ja, ich glaube, aus der Entfernung geht das klar, aber aus der Nähe sieht man halt einfach, dass es nicht unbedingt meine Farbe ist. Ne? Sind wir mal ehrlich. Und das ist halt immer so die Sache. Firmen bringen verschiedene Brauntöne raus und so weiter, aber halt keine verschiedenen Blondtöne. Es gibt Goldblond, es gibt Aschblond, es gibt
Platinblond. Es gibt so viele verschiedene Blondinenmenschen auf der Welt und das hier passt nicht mir. Und ja, dann verwende ich aber einen Augenbrauen-Gel, Shaping-Gel-Produkt hier. Shapeshifter, genau. Clear Eyebrow Shaping Gel haben wir hier und das ist einfach ein klares Augenbrauen-Gel. Und da bin ich einfach mal gespannt drauf, wieso die Haltbarkeit auch von dem Produkt ist. Wir haben ein mini kleines Spoolie am Start, womit ich jetzt erstmal meine Augenbrauen so ein bisschen in Form bringe. Ja, da muss ich jetzt einfach mal abwarten, ob das Ganze trocknet, weil jetzt so beim Auftrag selber fühlt sich das alles einfach recht nass an. Ich habe keine Klumpen oder zu viel Produkt drauf. Ich kriege auch Produkt drauf, aber ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, ob das jetzt was wird. Ne? Mal schauen. So, jetzt werde ich zwei Produkte in Kombi verwenden, aber ich starte mit diesem hier. Das ist der Make It Easy Eyeshadow Pen. Den habe ich in Lavender Flush. Das ist dieses Produkt und ja, das ist einfach ein Lidschattenstift in einem ja, lila Ton, ne? Aber halt mit Schimmer so ein ganz kleines bisschen drin. Den möchte ich mir jetzt gerne auch als Basis für meine Augen auftragen, so ein bisschen verblenden und so. Mal gucken, also die Farbe gefällt mir schon mal richtig gut. So, also nehme ich mir erstmal diesen Stift und trage mir das Produkt einfach komplett auf meinem Lid auf. So ist sowas ja eigentlich auch gedacht, ne? Dass du dir das so direkt erstmal drauf gibst. Und dann nehme ich mir so einen synthetischen Pinsel, um das Ganze quasi auch einzuarbeiten und ein ganz kleines bisschen auch zu verblenden. Also, dass die Kanten etwas softer sind. Ne? Und vielleicht hier hinten auch so eine kleine Form schaffen. Also, das ist quasi mein Basiston für alles, was da gleich so kommt. Denn ich habe hier eine wunderschöne Schimmerpalette noch mit am Start. Ich glaube, den gebe ich mir auch direkt mal an den unteren Wimpernkranz. Einfach, damit er komplett die Basis für alles gibt. Mir gefällt auf jeden Fall, dass der schon eine schöne Deckkraft hat. Also das definitiv. Da kann man sich wirklich gar nicht beschweren. Den sieht man, ne? Und theoretisch kannst du es auch so lassen. Vielleicht mit dem Highlighter noch toppen, damit du da ein bisschen mehr Farbunterschiede drin hast. Also das ist schon mal optisch eine schöne Kiste. Gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben, ne? Ist natürlich jetzt auch ein bisschen spannend für mich, weil ja, ich habe nur Schimmertöne dann jetzt hier im Einsatz. Ne? Ich habe hier keinen matten Ton dabei. Ich weiß gar nicht, ob mir beim Kauf bewusst war, ich habe das vor einer Weile schon gekauft, dass es auch ein schimmernder Stift ist. Naja, gefällt mir aber so erstmal ganz gut auf dem Auge, ne? Wie er jetzt so drauf ist. Und jetzt wird die Palette in Einsatz genommen. Die Space Chase Eyeshadow Palette finde ich einfach sehr interessant. Ne? Also die könnte jetzt auch sehr gut zum Stick passen. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt auch darauf hält. Weil das ist schon relativ trocken. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Glitterglut runterpacken. Mal gucken. Ich habe hier wirklich ausschließlich Schimmertöne. Und ich glaube, wenn ich hier einfach so nur diese beiden Töne drauf mache, also das ist so ein sehr, sehr flockiger Blauton und, oh nee, das sind alles so Toppertöne. Guck mal, das ist ja krass. Das ist sehr grob, das Ganze. Okay, ja, da hast du jetzt auch nicht so den ultimativen Unterschied, ne? Nee, aber das würde ich dann da drauf toppen. Ich glaube dann aber das Blau eher. Ich glaube, das kommt dann noch besser. Die Frage ist jetzt, mache ich da ein Glitterglut runter oder nicht? Ich glaube schon, ne? Hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das jetzt allein von diesem Stift gehalten wird, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist einfach nur die Farbbasis dafür. Was ich aber machen werde, bevor ich mir den Glitterglue drauf mache, ist, dass ich mir den Highlighter schnappe und schon mal im Innenwinkel highlighte und auch in meinem inneren Drittel, weil ich glaube, das funktioniert jetzt auch sehr, sehr gut und das hält auch auf dem Stift, hoffe ich. Doch schon, weil so habe ich dann schon mal auf der Basis alles vorbereitet, ne, dass man das Ganze dann mit diesem Glitzer toppen kann und dann sieht es auf jeden Fall feiner aus. Also das meinte ich auch, ne. Du machst dir diesen Stift drauf, ein bisschen Highlighter, fertig ist die Laube. Theoretisch ist das hübsch, aber der Stift trocknet sehr schnell. NYX Glitter Primer, ich glaube, den gibt es da auch, ich weiß es nicht. Ich verlinke euch den auf jeden Fall auch in der Infobox, weil der einfach großartig ist, ne. Den setze ich mir jetzt einfach hier auf mein bewegliches Lid, dort, wo ich auch den Schimmer gleich auftragen werde. Und wie gesagt, dann nehme ich mir jetzt diesen hellblau Schimmerton. Das heißt Schimmer, das Glitzer, ne? Und den packe ich mir da wirklich schön bickebacke drauf. Ja, das ist auf jeden Fall funkelnd, ne? Mag ich gerne, 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 gerne. Wenn man sich sowas runternehmen möchte und das vielleicht nicht so leicht abgeht, empfehle ich immer Tesafilm. Genau, dadurch funktioniert das etwas einfacher.
Und wenn ihr so Glitzer an Stellen haben solltet, wo ihr es nicht haben wollt, dann nehmt euch am besten einen Spoolie, denn damit lässt sich vor allem grober Glitzer echt gut immer wegbürsten. Es ist ein spezieller Look, aber ich finde einfach mit den Gegebenheiten ist es ganz gut. Ne? Ja, finde ich in Ordnung. Es ist halt eine Topper-Palette mit einem Lidschatten-Stick kombiniert. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? Aber ich finde, es geht klar. Also ich finde es auch ganz hübsch. Es macht auf jeden Fall was her. Und jetzt verwende ich einen Eyeliner, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Schwung in die Kiste zu bringen. Das ist der Precision Eye Marker. Da sind 1,2 Milliliter drin von ja, H&M selber. Erinnert mich auch an irgendwas, was Essence auch rausgebracht hat, ne? Ja, der hat ein bisschen Probleme auf dem Glitzer, aber welcher Eyeliner hätte das nicht, ne? Ja, genau. An und für sich malt er aber ganz in Ordnung. Die Frage ist dann natürlich, wie verhält er sich im Langzeittest? Trocknet er ein oder sonst irgendwas? Das kann ich jetzt so natürlich noch nicht sagen. Aber das, was ich jetzt hier sehe, finde ich solide. Aber halt nicht überragend. Also da gibt es tatsächlich auch bessere. Ne? Genau, aber das liegt halt auch so ein bisschen an der Spitze. Die ist ja so eine Filzstiftspitze. Auch ein Setting Spray habe ich mir jetzt so nicht bestellt. Da verwende ich auch das, was ich aktuell in Anwendung habe von Benefit, mein Professional Super Setter. Und die Augenbrauen sind wirklich nicht fest. Naja, also das ist kein Augenbrauengel, was jetzt so ja, in meine engere Auswahl fällt. Also das mag ich jetzt nicht so ultimativ gerne, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann werden die Wimpern jetzt einmal gebogen. Dann nehme ich meine übliche Catrice Wimpernzange. Denn wir testen selbstverständlich auch eine Mascara aus. Die High and Mighty Mascara in Deep Black schaut so aus. Finde ich ganz hübsch gemacht, ne? Also das sieht schon mal so weit so gut aus. Auch wenn ich finde, dass es ein bisschen schade ist, dass der Klebi so schief drauf ist, weil eigentlich ist die ja auch wiederum nicht günstig. Ne? Wir haben hier ein Gummibürstchen, was einfach voll in mein Beuteschema fällt, denn das erinnert mich ein bisschen an die, kennt ihr von Catrice diese Mascara, die graue Glamour Doll oder Glamour Doll, die quasi auch machen soll, hier mit Rizinusöl, ne? Dass die Wimpern auch ja, gepflegt werden. Sieht ein bisschen so aus und damit komme ich nämlich sehr gut eigentlich zurecht. Riecht nach Mascara und jetzt schauen wir mal, was die mit den Wimpern anstellt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Durchaus eine solide Mascara, aber sie macht jetzt kein Wawawum-Ergebnis. Ne? Sie gibt Länge, sie trennt, sie macht auch ein bisschen Volumen mit rein. Mehr nicht. Ich würde sie für mich persönlich als Kombi-Mascara verwenden, einfach weil sie mir zu wenig macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie sehr gut dafür geeignet ist, wenn du zum Beispiel so die Nabla Visions oder die L'Oreal Panorama Mascara verwendest, dass du damit nochmal das schaffen kannst, dass es ja ein bisschen besser trennt und besser verteilt wird quasi. Ne? Also das ist halt wirklich genauso, wie ich das auch bei der Catrice Glam and Doll, boah, wie heißt die, keine Ahnung, in Grau, finde ich wirklich richtig geil. Mascara, genau so heißt die, mache. Und also das Ergebnis ist das gleiche und das, wofür ich sie verwenden würde, ist auch das gleiche. Aber dafür ist diese hier wahrscheinlich dreimal so teuer. Ich glaube schon. Zu guter Letzt habe ich hier noch was für die Lippen. Und zwar Love Always Lip Gloss. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich Sparkles drin haben. Das sieht nämlich total abgefahren aus. Also da ist richtig so Glitzersternchen und so mit drin enthalten, aber richtig groß. Ne? Ich glaube nicht, dass das mit rauskommt. Ja, ist eigentlich ein klarer Lipgloss und das wollte ich jetzt einfach mal so zum Abschluss verwenden. Wobei doch, das dreht sich mit und das kommt sogar raus. Oha, oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall abgestriffen, denn ich brauche jetzt nicht dieses Grobe auf meinen Lippen. Oh, das riecht aber ganz chemisch. Das ist gar nicht geil. Also es riecht wie Kaugummi, aber wie sehr, sehr günstiges Kaugummi. Das ist halt einfach ein Lipgloss. Angenehm auf den Lippen, sehr weich. Ja, ne? Aber ist jetzt auch nicht etwas, wo ich sage, muss man unbedingt holen. Ich denke, dass der sich ganz gut verkaufen wird, weil das halt sehr fancy hier in der Verpackung aussieht, kann man nicht anders sagen. Ne? Das war auch mein Argument, weswegen ich den mit in den Einkaufskorb gepackt habe. Und ihr Lieben, das ist jetzt mein Fullface H&M. Mein
Fazit zu der ganzen Geschichte ist, es gibt definitiv Produkte, die man sich anschauen kann, wo man auch sagt, okay, die sind ihren Preis auch wert, ne? Die trägt man dann auch ganz gerne, aber es gibt auch Produkte, die kriegst du einfach von einer besseren Qualität, von erfahreneren Herstellern, was Kosmetik angeht, einfach in einer höheren Qualität und wahrscheinlich sogar für einen geringeren Preis, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, warum Klamottenfirmen wie Shein, wie H&M, wie Zara auch jetzt auf den Trichter gekommen sind, eigentlich auch teilweise schon seit Jahren, auch Make-up rauszubringen, weil das ist jetzt nicht unbedingt ihre Kernkompetenz. Und ich finde, das hat man auch gerade so ein bisschen gemerkt, ne? Aber na, man hat es jetzt einfach mal getestet. Ihr habt dieses Video gesehen, könnt das auch so ein bisschen für euch zur Referenz oder zur Orientierung verwenden, wenn ihr möchtet. Kurze Anmerkung, ich versuche hier gerade mit einem trockenen Tuch diesen Swatch wegzumachen. Das hält, also das hält sehr, sehr gut. Das ist natürlich sehr, sehr positiv, ne? Weil dann hält auch das, was ich auf meinen Augen habe, sehr, sehr lange. Und ja, dann wäre es das hier gewesen, wenn es dir gefallen hat. Ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.